Unsere Außenwerkstätten sind die Dorfmeisterei, die Gartenwerkstatt, die Landwirtschaft, die Pferdewerkstatt. Zur Dorfmeisterei. In der Dorfmeisterei arbeiten verschiedene Handwerker wie Zimmermänner, Schreiner oder Elektriker. Die Dorfmeister sind für Reparaturen und Arbeiten aller Art im Dorf zuständig. Außerdem bauen sie Möbel für die Häuser. Und sie entrümpeln Wohnungen außerhalb. Viele der Sachen werden auf dem Flohmarkt verkauft. Die Aufgaben in der Dorfmeisterei sind: Arbeiten mit Holz und anderen Materialien, Werkzeuge und Maschinen bedienen, Ausführen von Aufträgen in den Häusern, Löcher bohren, Schlösser anbringen, Möbel anfertigen, Aufträge von außerhalb erledigen, Wohnungen entrümpeln, Waldarbeit im Winter. Ich bin der Pascal, ich wohne am Hausenhof und arbeite bei den Dorfmeistern in der Dorfmeisterei. Zur Gartenwerkstatt. In der Gartenwerkstatt wird verschiedenes Gemüse angebaut und verarbeitet. Jedes Haus bekommt täglich frischen Salat und Gemüse geliefert. Außerdem kümmern die Mitarbeiter der Gartenwerkstatt sich um Bäume, Büsche, Wiesen, Wegen und Straße am Hausenhof. Das Gemüse vom Hausenhof ist Biogemüse und wird auch auf dem Markt in der Stadt verkauft. Ich heiße Nino, ich arbeite im Hausenhof in Kardinalstadt. Die Aufgaben in der Gartenwerkstatt sind: Gemüse aussäen, anpflanzen, ernten, säubern und lagern. Gemüselieferungen aufnehmen und Bestellkisten packen. Belieferung der Wohnhäuser. Blumen und Sträucher im Dorf versorgen, gießen, schneiden, pflegen, jäten. Wiesen und Wege im Dorf sauber halten. Der Michael arbeitet in der Gartenwirtschaft. Ich heiße Doris Stöttinger. Ich wohne in der Weberei und dort bin ich in der Gärtnerei. Zur Landwirtschaft. Die Landwirtschaft am Hausenhof gibt es schon sehr lange. Es gibt immer viel zu tun, damit es den Kühen, Rindern und Schweinen gut geht. Wiesen und Weiden, Hecken und Bäume werden gepflegt. Aufgaben in der Landwirtschaft sind: Arbeiten im Stall, ausmisten, kehren, einstreuen, putzen, Versorgung der Tiere, füttern, säubern, sicher auf die Weide führen, Kartoffeln stecken, Unkraut jäten und ernten, Früchte wie Äpfel und Pflaumen ernten, sortieren und lagern, Holzarbeiten, Brennholz spalten und stapeln. Ich bin der Christian und ich arbeite in der Landwirtschaft am Hausenhof. Zur Pferdewerkstatt.
In der Pferdewerkstatt werden Pferde, Ponys, Esel, Ziegen, Hühner, Hasen und Meerschweinchen versorgt. Auch der Außenbereich, die Ställe und die Reithalle werden sauber gehalten. Die Aufgaben in der Pferdewerkstatt sind: Arbeiten im Stall, ausmisten, kehren, einstreuen, putzen, Versorgung der Tiere, füttern, säubern, Pferde, Ponys und Esel ausführen, Reitstunden vorbereiten und begleiten, Instandhaltung und Dekoration von Reithalle und Gelände der Pferdewerkstatt, Aufräumarbeiten und Reinigungsarbeiten. Ich bin die Janine und ich arbeite in der Pferdewerkstatt. Die Arbeitszeiten in den Werkstätten sind Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17.30 Uhr. Es ist möglich, vormittags und nachmittags in verschiedenen Werkstätten zu arbeiten. Mittagessen und Pause findet in den Hausgemeinschaften statt. Der Berufsbildungsbereich. Der Berufsbildungsbereich ist unser Ausbildungsbereich. Hier kannst du die verschiedenen Werkstätten kennenlernen. Die Berufsbildung dauert 2 Jahre. Sie wird in einer oder zwei Werkstätten durchlaufen. Die Teilnehmer arbeiten in den Werkstätten mit. Der Unterricht findet also direkt dort statt. Ich heiße Silvio, arbeite in der Landwirtschaft, mache da meine Berufsbildung und arbeite am Hausenhof. Zusätzlich gibt es allgemeinen Unterricht, zum Beispiel zu Betriebskunde oder Arbeitssicherheit. Außerdem lernen die Teilnehmer alle anderen Werkstätten kennen. Nach erfolgreichem Durchlauf bekommen die Teilnehmer ein Abschlusszertifikat. Sie können dann in den Arbeitsbereich wechseln. Die Teilnehmer bekommen durch die Berufsbildung eine berufliche Orientierung und sie lernen, Arbeit ist wichtig für Selbstbestimmung und Teilhabe. Arbeit ist wichtig für die Einbindung in die Gemeinschaft.